Moin Leute, hier ist wieder euer Micha und wir machen weiter mit der Ausgabe 15 und zwar die beiden hinteren Radkästen und ja, hole ich euch einfach mal wieder näher und wir schauen einfach erstmal ins Heft und bauen dann die Teile zusammen. Ins Heft. Auf der ersten Seite haben wir hier erstmal die beiden hinteren Innenkotflügel, die Innenradkästen sagt man dazu. Dann haben wir hier die Anleitung dazu. Und hier haben wir den sogenannten Voodoo Manta in Schwarz als GTE-Version mit super schönen Fuchsfelgen. Das sind sogenannte geschmiedete Felgen, waren ultra leicht, die Dinger, die sind sehr begehrt gewesen, sind heute noch, denke ich mal, in der Opel-Szene auf jeden Fall mit Sicherheit begehrt noch, sind sehr, sehr schwer zu bekommen, ihr habt das in 6x15, 7x15, das war damals die größte Größe von diesen Felgen. Ja, vielleicht haben wir ja Glück und bekommen die nochmal als Sonderausgabe, wie damals bei dem was war das? DeLorean, da gab es ja auch diese Weißwandfelgen noch zusätzlich. Vielleicht haben wir ja da auch noch Glück. Dann haben wir hier nochmal Black Magic, eine Werbung von dem Opel Manta. Und hier nochmal der Kadett C-Coupé. So habe ich ihn damals mal gekauft und habe ihn dann komplett umgebaut als Rennfahrzeug für die Gruppe H. Und ja, da blieb eigentlich nur noch die Karosserie, Motor und Fahrgestell übrig. Also zumindest so fürs Rennen. Dann haben wir hier noch in den Schoß von General Motors ein paar etwas größere Oldtimer. 1927 brachte Opel schwere Sechszylindermodelle raus. 60 PS Saloon Pullman 4,2 Liter. Das ist dieser hier. Dann haben wir hier den Porsche 911 als G-Modell, als Carrera Coupé, Targa, war das dann auch noch ein sehr begehrtes Modell. Hier nochmal ein paar Sonderausstattungen, die Turbo-Version von dem Porsche mit dem kleinen Bürzel hinten dran. Und als nächstes die Ausgabe 16, da kommt dann der linke Vorderradkotflügel, Aktivkohlefilter, Wischwasserbehälter mit elektrischer Pumpe und Wasserauslassstutzen. Das ist dann die nächste Ausgabe, die Ausgabe 16. Gut, schauen wir mal rein, wir brauchen jetzt das Chassis. Ein bisschen Platz schaffen, ich glaube mein Tisch ist langsam zu klein hier. So, dann haben wir hier den ersten Innenradkasten. Das ist die linke Ausführung. Ne, ist es nicht. Wie werden die denn angebaut? Müssen wir erstmal gucken. Und zwar die 15A. Der ist natürlich aus Plastik hier, das ist kein Metall. 15A ist linker hinterer Kotflügel. Hinter linkerer Kotflügel, der wird hier links ist, das ist links. Wie haben die denn so? Hoppala. Der muss dann, steht hier eine Nummer drauf? Hier steht ja gar keine Nummer drauf. Nö, also der kommt dann hier so drauf gesteckt. Hier sind dann kleine Aussparungen drin, damit die drei Halter dort raufpassen. Das ist der rechte jetzt hier, den ich schon habe. Und dann haben wir dazu die BM-Schrauben.
Davon brauchen wir jeweils 3 Stück. Ein bisschen umdrehen. Schön fest. Also ich nutze die Halter hier, die hier runterkommen, um eine zu stabilisieren, nutze ich halt irgendwie nicht. Es macht sich ein bisschen unbequem, weil man fummelt hier doch dran, ganz schön dran rum. Und dann fällt die Karosserie hin und her, beziehungsweise Chassis hin und her. So, das ist Nummer 1, ist auch fest. Haben wir hier vernünftig angebaut. Jetzt nehmen wir die andere Seite. So, und leider habe ich mir festgestellt, dass die Schrauben mal wieder in der Tüte waren. Hatte mich, glaube ich, ein bisschen zu früh gefreut. Und ja, ich glaube, da müssen wir halt viel aufpassen immer noch, dass wir die Schrauben nicht aus Versehen wieder mal wegschmeißen. Das wäre natürlich wieder schade. Ich meine, es bleiben ja genug übrig. Aber falls man halt doch noch mal eine braucht, wenn der Teppichmonster die Schrauben wieder frisst, kann ja alles mal passieren. So, wir haben jetzt noch 2 Schrauben übrig. So, damit haben wir die zweite Seite auch fertig. Das ist jetzt das Ergebnis. Ja, war eine kurze, schnelle Aktion. Und ja, damit sind wir auch schon wieder durch und fertig. Ja, eine kurze, schnelle Aktion von den hinteren Innenkotflügeln. Und hier nochmal zur Ansicht. Einmal links, einmal rechts. Jeweils mit 3 Schrauben befestigt. Und ja, dann warten wir auf die nächste Ausgabe 16. Die vier Ausgaben von dem Dodge Charger sind auch schon unterwegs. Hoffe, dass die jetzt im Laufe der nächsten Woche eintreffen. Dann werde ich da auch wieder Videos von machen und werde die dann entsprechend wieder einstellen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, euch hat es gefallen. Und schaltet auch bei der Ausgabe 16 ein, schaut einfach mal noch in meine anderen Ausführungen der Kanäle, was ich drin habe, was so, ja, so gebaut wird. Und ja, bleibe bis zur Ausgabe 16 demnächst. Tschüss, euer Micha.